Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel ERC Ingolstadt gegen Hamburg Freezers. Endstand nach Penalties 3:4. Besonders begrüße ich unseren Gästecoach Serge Aubin und unseren Coach Larry Urs. Mr. Aubin, could you tell us your statement to the game, please? Yeah, sure, thank you. Good evening, everyone. I think today was a big game for both teams. Both teams knew the importance of that game, and I like how, as a team, we came out tonight. We wanted to make sure that we created some momentum early, which I thought in the first part of the game we were able to do. And then we have a lot of injuries right now, so we ran out of juice a little bit, but. I think overall it's there's a lot of positive to take. Caron made some big saves for us, and in the third, there's no doubt in my mind that Ingolstadt, they made quite a push, and they were able to come back. But on the positive side, we finally got a win in the shootout. We hadn't scored a goal this year in the shootout, and I think it's good for the confidence of the guys. And it was just a good hockey game. Herzlichen Dank. Ich übersetze kurz. Herr Aubin sagt, das war ein wichtiges Spiel für beide Seiten und er mochte den Start seiner Mannschaft. Sie hatten viele Verletzte, deswegen ging am Schluss der Mannschaft ein wenig der Saft aus und Caron hat sie dann mit guten Saves im Spiel gehalten. Und er ist froh, dass jetzt seine Mannschaft endlich im Shootout getroffen hat und dann auch den Sieg errungen hat. Larry, was ist denn deine Meinung zum Spiel? Oh, ich bin erst auf der gratulieren, Serge, für den Sieg heute. Sicher verdient die 2 Punkte. Ich bin persönlich zufrieden mit den Punkten, die wir haben geholt, weil das war ein ganz der Gegenteil von uns in den ersten Halbspielen, wo Hamburg hat sehr gut gestartet, hat viel Kampfgeist gezeigt und von unserer Zeit, das war nicht ein großes Spiel. Das war ein Spiel, wo wir können gar nicht zufrieden mit unserer Leistungszeit in den ersten Halbspielen. Das ist nur in der letzten Spiel, sicher unbedingt die letzten 20 Minuten, wo wir haben Panther Hockey gezeigt, wo wir haben mit Power gespielt und Kampfgeist und Leidenschaft. Aber das müssen wir 60 Minuten spielen. Und wenn wir spielen gegen eine Top-4-Mannschaft wie Hamburg, man muss seine Playoff-Stimmung spüren. Und wir sind noch nicht bereit. The good news, wir haben noch ein paar Monate zur Vorbereitung. Ich bin jetzt zufrieden mit den Jungs, die Leistung und der Kampfgeist für die letzten 20 Minuten. Aber wenn wir spielen für einen dritten Platz, wir brauchen alle, nicht nur 10 Spieler oder 9 Spieler, wir brauchen 21 Spieler, die geben Vollgas von Anfang an bis Ende. Das war von unserer Zeit nicht unsere beste Leistung. So, ich sage das, 1 Punkt zu Hause gegen Hamburg in diesen Konditionen ist nicht schlecht, aber wir können gar nicht zufrieden sein mit unserem Spiel heute. Herzlichen Dank, Claire Viewers. 1 Punkt. Der Schiedsrichter war sehr gut heute. Das war ein Positiv für mich. Okay, herzlichen Dank, Claire Viewers. Gibt es denn Fragen in der Runde? Hans Fischer von Radio Un, bitte. Larry, Huras, denkst du, dass heute die Defensivarbeit entscheidend war, dass die Panther nicht ins Spiel gekommen sind, immer wieder nach dem Ausgleich, Rückstand? Ja, von uns, dass wir anfangen, das gehört zu Panther Eishockey. Und der erste Tor, großen Fehler in Boxplay. 2 Spieler, 2 Erfahrungsspieler, 2 Fehler, 1 Tor. Und das haben wir in den letzten, sagen wir, 20 Spielen, unser Boxplay war eine unserer Stärke. Und wir haben wir haben sehr gut vorbereitet. Das ist keine Überraschung von Hamburg heute Nacht. Kann ich schon vorstellen, für Serge, er hat auch das Video, es gibt weniger Überraschung jetzt. Und dann das zweite Tor, das ist ein Missverständnis zwischen Verteidiger und in unserer Zone. Und meistens, wenn ein bisschen mehr Kommunikation, wir haben einen Mann verloren vor dem Tor, wir 2 geht auf eine. Und dann, wir sprechen ein bisschen mehr. Und dann der dritte ist keine Verschuldigung. Das ist ein Turnover und nicht noch einmal 2 Fehler auf dem Backcheck. 2 Fehler in 1 Tor. So, die sind in entscheidender Phase, das können wir sicher verbessern. Und in der Defensivzeit haben wir gut gemacht. An der anderen Seite, ja, der Torhüter war gut heute, aber wir müssen mehr und mehr Verkehr vor dem Tor bringen und mehr Druck auf Tor bringen. Nicht so clever jedes Mal. Wir passen zu viel und bringen zu wenig Scheibe auf dem Tor.
So, hier ein paar Fehler meistens, dass wir machen nicht. In Boxplay ein paar Fehler, dass wir machen nicht. So, wie ich habe gesagt, heute was nicht unser bester Eishockey heute. So, wir müssen für meine Zeit ein Punkt von diesem Spiel, wenn wir haben nicht unser bestes Eishockey gezeigt, das nehme ich. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Hans Fischer nochmal. Es sind ja einige Spieler nicht im Aufgebot gewesen, verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt. Schweiz, wie schaut es mit Schweiz aus? Da weiß man nicht. Meinen Sie wegen der Spiele von heute? Die Spieler, ja, sicher, dass Perriard hat gespielt heute Nacht mit einem Migräne, mit einem Kopf. So, ein Kompliment, ein großes Kompliment. Und er ist nicht 100% gesund. Und es gibt ein paar Spieler, aber das gehört dazu. Hoffen wir, für nächste Woche kommen wir ein, zwei, vielleicht drei Spieler wieder zurück und das wieder cool, weil hier in dieser entscheidenden Phase, wir brauchen alles. Und aber das gehört zu Eishockey. Es fehlen viele Spieler bei Hamburg heute noch auch. Nochmal konkret, Bröckelhurst und Schwitz, sind die verletzt? Entschuldigung? Ja, sie sind beide, das ist Tag zu Tag. Ich denke, dass wir kommen vielleicht zum Training am Ende dieser Woche und dann entscheiden wir wieder am Wochenende. Aber das sind Sachen, sind nicht so schlimm, aber das braucht Zeit. Bei Tatecheck dauert es noch länger? Tatecheck, das ist auch ein bisschen speziell. Das ist, er ist letztes Mal ist zu früh zurückgekommen und wir wollen nicht den gleichen Fehler machen dieses Mal. Wir wollen unbedingt, dass es 100% es gibt keine Garantie natürlich. Aber wir machen alles, die jetzt arbeiten taglich und sehr gut mit Peter. Und ich sehe das sehr gut aus. Und ihr kommt wahrscheinlich wieder aufs Eis probieren, Mittwoch oder Donnerstag diese Woche. Und dann entscheiden wir kurz vor dem Wochenende. Gibt es weitere Fragen? Fabian Huber von der Neuburger Rundschau. An Larry Juras, du hast von einer guten Schiedsrichterleistung gesprochen. Gilt es gibt auch? Zwei Coaches hier, ihr kennt auch. Herr Obar kann sich auch dazu äußern. Er ist sicher, er hat nichts zu antworten. He asked for the referees if they were good, because Larry told us they were good tonight. Yeah, I don't want to talk about the referees. An Larry Juras vielleicht, wie siehst du die letzte Szene, beziehungsweise hast du schon mit Ryan McMurtry gesprochen, mit dem Vorfall, über den Vorfall mit Dupuis? Ja, es ist keine Entschuldigung. Er ist ein Profispieler, auch zufrieden und nicht zufrieden mit der Leistung. Man spricht nicht und man muss nicht so reagieren. Es ist schwierig, man ist ein Spiel, es ist immer ein bisschen heiß, aber man muss ein bisschen clever sein in dieser Situation. Und der ist nicht zufrieden, ist Ryan McMurtry. So, niemand ist zufrieden, auch kein Spiel wie dieser hier. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht, dann beende ich die Pressekonferenz, wünsche einen guten Nachhauseweg unseren Hamburg Freezers. Und wir sehen uns wieder am kommenden Freitag zum Heimspiel gegen Schwenningen. Herzlichen Dank, für gut.